Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie ihr am Titel schon erkennen könnt, werden wir heute in diesem Video Geld ziehen. Nämlich habe ich ihn bei meinen Belohnungen. Und ich würde sagen, wir switchen mal zu Brawl Stars. So, da sind wir auch schon. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal eben, nämlich hier. Bei den Belohnungen habe ich nämlich hier Geld zu ziehen. Wir haben auch noch eine große Box, eine Megabox. Und ja, mega geil, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir öffnen mal die große Box, oder? Ja, machen wir. So. Erste Box. Ja. Die ist jetzt richtig wack, aber was soll man auch erwarten? So. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt Gell. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir spielen dann auch in diesem Video mit Gell. Ja. Let's go. Pow. Gell. Mega geil. Ich habe jetzt auch Gell. Jetzt fehlt mir... Ey Leute, das ist irgendwie Ironie, ne? Jetzt fehlt mir nur noch Sandy und ihr wisst genau, dass ich Sandy eigentlich am liebsten ziehen möchte. Und ich habe sie einfach als einzigen Brawler nicht. Sonst habe ich jetzt alle. So, ich kann euch das ja mal eben zeigen. Hier, guckt, mir fehlt nur noch Sandy. Ey, das ist doch voll gemein. Gerade den, guck mal, hier ist Gell. Nice. Mit dem werden wir jetzt auch gleich spielen. Ich würde sagen, machen wir mal direkt. Machen wir mal Solo-Showdown. Das ist immer diese Map, ne? Die ist immer so voll schwierig, finde ich. Aber egal. Let's go. Erste Runde mit Gell. Ich habe noch nie mit Gell gespielt, muss ich auch dazu sagen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Gell schon habt. Aber ich glaube schon. Wie gesagt, ich habe seit dem neuen Update nicht so viel gespielt. Deswegen, ja, habe ich ihn halt jetzt erst gezogen. Also so in den Belohnungen bekommen. Uff, wo ist er? Hä, der hat sich voll gut wegge... Oh Mann. Toll. Was? Ich musste mich gerade kurz retten. Alter, die pushen mich hier so hardcore, der hier. Aber so anders. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss den wegschubsen. Oh mein Gott. Es sind nur noch drei. Einer aus dem Club guckt zu. Welcome. So, wir sind schon mal Zweiter, aber oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind Erster. Erste Runde mit Gell, direkt Erster. Genau so. Aber wie gesagt, ist ja nicht so schwer. Es sind ja nicht viele Trophäen. Aber hey, voll geil, Alter. Jetzt habe ich einfach Gell gezogen. Ich glaube, ich hab ja vor ein paar Tagen Max gezogen und jetzt habe ich Gell. Das finde ich mega. Also richtig geil. So. Kann man auch wieder richtig schön Trophäen pushen mit einem neuen Brawler. Ziehe ich mal das hier. Huppala. Mist. Die Star Power. Aber leider kann ich die nicht kaufen. Ah, ich habe keine Münzen. Egal. Gucken wir mal hier. Hier gibt es ja noch ein paar andere Sachen, ne? Klicken wir jetzt mal die Megabox an, würde ich sagen, oder? So, let's go. Megabox. Wir haben eine Star Power gezogen für Nita. Ja, mir fehlen nämlich noch so viele Star Power und Gadgets und überhaupt. Hä, mega geil. Krass, okay, geil. Das ist wenigstens das. So, nochmal ein paar Münzen. Aber ich habe immer noch nicht genug. So, das andere ziehen wir gleich. Ich würde sagen, wir jammen mal direkt in die nächste Runde. Aber mit Brawl Ball. So, zweite Runde mit Gell. Lego, let's go. So, Leute, wenn ihr das Video bis hierhin schon geschaut habt, schreibt gerne in die Kommentare Hashtag Ehre. Ich lese alles. So. Ach ja, was ich euch auch fragen wollte. Wann fangen bei euch die Sommerferien an? Also habt ihr schon Ferien oder noch nicht? Oder wann fangen die denn an? Würde mich mal mies interessieren, wann eure Sommerferien anfangen. Oh mein Gott, wir haben ein Tor. Yes. Genau so. Immer noch. Oh, ich bin tot. Denkt die Frank schafft es? Denkt die Frank schafft es? Ja, nice. Genau so. Oh mein Gott, wir haben gewonnen.
Mega geil. Kann es nicht immer so laufen? Immer gewinnen, gewinnen, gewinnen. Aber mit Gale zu spielen macht richtig Spaß. Ich mag seine Attacke total. Also so ist was. Ist so. Ja, keine Ahnung, ich mag das voll. Jetzt ziehen wir hier mal eben das hier. Hoppala. Ich habe Gale gezogen als Pin. Mega. Neuer Pin. Richtig geil. Hoppala. Nee, hier nicht. So, Leute, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal. Hoppa. Ey, ich vertipp mich. So. Hier, Juveniak, diese Map spielen wir jetzt auch nochmal mit Gale. Wir werden halt in diesem Video ein bisschen Gale ausprobieren. Ich weiß, der ein oder andere hat Gale schon und spielt auch schon und hat auch schon mit ihm gespielt. Ich hoffe, das Video ist trotzdem für euch ein bisschen unterhaltsam. So. Nice. Hoppala. Wo hab ich denn jetzt hingeschossen? Huch. Das Gefühl, Gale macht aber nicht so großen Schaden, ne? Also, keine Ahnung. Das Gefühl, ich muss 100 Mal auf einen rauf bombardieren. Huh. Weggeschoben kurz. Ja, auch noch hinterher. Bum, bum, bum. Ey, Leute. Ey, was mich auch mega interessiert. Spielt ihr immer so mit... Trefft ihr euch eigentlich mit... Also, so hätte ich safe gemacht, wäre ich jünger noch. Also wäre das noch so mein Alter. Habt ihr auch, trefft ihr euch mit Freunden und spielt zusammen Brawl Stars oder spielt ihr nur so online zusammen und trefft euch nicht persönlich dafür? Das würde mich mal mies interessieren, ob ihr euch immer mit euren Freunden trefft und ihr dann zusammen Brawl Stars zockt, so nebeneinander, oder ob ihr euch online eher verabredet. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Würde mich mal mega interessieren, was die Generation von heute macht, also so in eurem Alter. Ja, weil ich habe schon gehört, dass so ein Junge hat mir erzählt, dass er sich immer mit seinen Freunden trifft und dann zusammen zockt. Und ich finde das mega geil. Also wenn ihr euch so trefft und zusammen Brawl Stars spielt. Ich stelle mir das richtig cool vor. So, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Ob ihr immer online eure Freunde halt so mit dem spielt, aber ihr nicht zusammen chillt. Oder ob ihr zusammen chillt und... Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich mies interessieren, was ihr da heutzutage macht. So, dann... Ja, wir haben nichts mehr zum Öffnen, leider. Dann würde ich sagen, spielen wir noch eine Runde. Tresorraub, let's go. Didi. Und ey, Leute, warum... Weil... Ich wollte noch sagen, gestern kam leider kein Video online. Dennis und ich hatten unseren Jahrestag und ich habe etwas verschlafen. Beziehungsweise, keine Ahnung, ich hatte mir irgendwie... Ich wollte an dem Tag irgendwie kein Video aufnehmen, weil ich einfach im Bett bleiben wollte. Und dann wollten wir noch eigentlich wohin, dann hat es aber leider doch nicht geklappt. Also hätte ich im Endeffekt eigentlich doch ein Video drehen können. Aber dachte, dass es zeitlich eigentlich nicht klappt, weil wir eigentlich was vorhatten. Das machen wir aber jetzt. Wir gehen nämlich heute an den See. Da kann man so ein Boot mieten. Und in dem Boot ist aber ein Whirlpool. Und das werden Dennis und ich jetzt gleich machen, nachdem ich das Video hochgeladen habe. Sozusagen, wenn das Video online ist und ihr das seht, bin ich gerade auf dem Weg zu diesem Boot. So. Damit ihr Bescheid wisst. Huch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sind die anderen? Hier irgendwo, oder? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ich habe voll vergessen, dass wir die Tresore anhitten müssen. Oh mein Gott, wir haben fast gewonnen. 4%, 1%. Komm, das schafft er. Ja, easy. Ich habe gerade die ganze Zeit nur rumgerannt und habe gar nicht den Tresor. Ich dachte, ich hatte gerade die ganze Zeit im Kopf dafür Juwelenjagd spielen, Leute. Oh mein Gott. Hä, lol. Wir haben trotzdem gewonnen. Mega. So. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde Solo-Showdown. So. BDD. Let's go. So. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare Hashtag Ehre, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und Dennis, ach hier auf der Seite, Dennis Leon Bro Merch ist jetzt draußen. Ist seit gestern online. Also
schnappt schnell zu, bevor alles weg ist. Also ich finde diesen Merch wirklich mega. Ja. Und ich meine, wer mag Leon bitte nicht? Leon ist geil. Ist ein cooler Brawler. Auf jeden Fall. Huch, müsste den kurz schubsen. Ja, und beide. Auch kurz geholt. Easy. Oh mein Gott, und er mich auch. Ey, Leute. Ich hasse sowas, ne? Unfassbar. So, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Nach oben da. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Brawl Stars Video. Abonniert mich gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Euer Brawl Girl. Bis morgen. Tudelu. Habt einen schönen Tag.